Hallo, werte Hallo. Geisterjäger, wir haben 2 Minuten Vorbereitungszeit, sehe ich das richtig? Das siehst du komplett Larry richtig. Cray! Das Larry Cray! Und die direkt wieder auf Konfrontation. Diesmal fangen wir einen Geist, okay? Diesmal schaffen wir. Okay. Wir fangen nicht. Wir erkennen ihn. Wir identifizieren einen Geist. Wir wissen, dass wir einen Raum suchen müssen. Und ja. Eine Taschenlampe brauche ich auch. Und da legen wir den ganzen Kram rein. Wir müssen einen Raum suchen. Einen Raum. Ja, okay. Das ist, Herr Taschenlampe, brauchen wir auch noch. Habt ihr das Spiel mittlerweile ein bisschen besser verstanden? Haben wir noch irgendwelche Informationen nun beieinander nicht erzählt? Ja, keine Ahnung, wie das Spiel geht. Ich hab verstanden, wie es funktioniert. Ende. Sehr gut. Ich kann euch hier durchhören, okay, oder? Hallo, kann ich euch hier durchhören? Hallo? Du kannst uns hier durchhören. Warte, wo ist mein Knopf dafür? Ah, hier, oder? Moggy hat auf jeden Fall 8 Stunden schon gespielt offstream, um ein bisschen zu üben. Ah ja, und ich habe gehört, wir sollten Licht anmachen, damit wir nicht so viel geistige Gesundheit verlieren. Aber hier ist der Strom ausgefallen. Ich glaube, der Strom ist direkt da. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Hier drin. So, Strom ist an. Mach mal Licht an. Ja, hab ich. Die Küche läuft. Die Küche läuft, wo läuft die Küche denn hin, Fully? Ich hab ein Handy gefunden. Seht das? Wenn deine Küche läuft, sollte sie vielleicht also. Fully ist direkt wieder am Klauen. So. Ich habe einen Thermometer. Ich suche jetzt nach einem Raum, der kühl ist, oder? Du guckst, dass so ein Raum ist, wo ein bisschen kälter ist als so bei den anderen. Okay. Bist du dumm oder so, Johnny? Johnny, bist du ein bisschen dumm, Ende? Bist du? Ich verweigere die Aussage. Oh, bist du? Kann es sein, dass du dumm bist oder so? So, pass auf. Wo ist ein Versteck hier? Im Fall der Fälle. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Oh Gott! Warte. Aber hier gibt's gar keine Schränke oder sowas, ne? Ich hab noch keinen. Das Badezimmer zählt nicht als Versteck, oder? Nee. Also, du kannst dich in bestimmten Räumen verstecken. Stimmt, wir haben ja echt noch nicht so viele Och, Schränke. Ach nee, oder du. Hier synchron die Treppe runterfliegen. Meinst du, die 2 Minuten sind schon um? Nee, alles gut, alles gut. Wir sind noch sicher. Pull lieber die erste. Oh, hier ist ein Pentagramm auf dem Boden. Haben wir. Oh, meinst du, man kann die Kerzen mit dem Feuerzeug anzünden? Was? Nee, Morgi, meinst du, man kann hier die Kerze mit dem Feuerzeug anzünden und dann geht's richtig ab? Weil man kann Feuerzeuge kaufen. Oh ja. Yeah. Wir müssen nächstes Mal Feuerzeuge mitnehmen. So, ich nehme mal an, von euch hat noch niemand ein Versteck gefunden bisher? Nee, aber ich mach mal Licht an. Macht auch einfach gar nichts. Ich bin auch mit Thermometer unterwegs. Ich bin mit EMF unterwegs. Thermometerkampf machen, Johnny. Ja. Aber bloß nicht das Quecksilberkreuz. Doch, der Verlierer muss das Quecksilber. Yo, hier ist ein Banger PC-Setter. Drei Monitore! Alter, der Luxus! Wer von euch hat 3 Monitore? Ich hatte mal 3, aber das war total überfordernd für mich. Schließ die Tür hinter dir. Oh! Machen wir jetzt den Meter. Ich hab hier was gehört! Oh, du warst es? Was hast du gemacht? Das Radio ist ja angemacht. Ach, das ist das Radio, das ist bei mir so leise. Das klang gerade eher so, als ob so ein Stromgenerator abgeschaltet wird. So. Ja, ja. Es war auch gerade lauter. Oh, warte mal, ich muss mal kurz hier das hinlegen. Kann ich den Ball mitnehmen? Jo. Ich habe eine Hand gefunden. Maeve, komm her. Warte, ich komm sofort. Ich habe auch so. Ja, ich habe genau die. Jungs! Das ist nicht türkis, sondern grau. Ja, bei mir ist er blau, aber es sieht schon sehr vergleichbar aus. Ich habe einen Basketball gefunden. Hier ist übrigens kalt, oder? Ich habe hier so Atem. Guck mal. Gib her! Morgi, guck mal, wie kalt da ist, bitte. Morgi, guck mal, wie kalt es hier ist, weil hier habe ich so Atem gehabt, so kalten Atem. Hier ja, so. 5 Grad bisher hier noch. Ne, hier drin ist wieder wärmer. Ja, dann fliege ich da vorne, ne? Ich glaube, in einem anderen Zimmer könnte es aber kühler. Oder hier im Flur, sein. Ne? Jetzt kälter, es wird kälter. Hier im Flur vielleicht, ne? Aber jetzt wird es wieder wärmer.
Oh, hier. Oh Gott, das Licht hat geflackert. Ich hab mir gerade eingebildet, dass das Licht flackert, oder? Nein. Mach mal die Tür zu. Der Geist kommt. Wir machen besser das Licht aus, dann sieht er uns nicht. Oh, scheiße, hier ist auch der kalte Atem. Ich bin im Bar scheißen, over. Mann, Fully, wir machen hier RP. Ja, meinst du? Ich bin erstmal scheißen. Paper 0 Grad. 0 Grad hier, Leute, kommt her, kommt alles rein hier, los. Zack, 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 alle Geräte hier ablegen. Der Thermometer hängt irgendwie fest. Unter 0 Grad, unter 0 Grad. Also die Gefriertemperatur eintragen. Los. Wir kriegen den Geist diesmal. Mein Thermometer macht gar nichts. Gefriertemperatur. Was ist denn auf einmal los? Lügt ihr uns an? Larry Gray? Ups. Schau mal Licht aus, Leute. Bist du hier? Journal. Stimmt, eine Gefriertemperatur, wir sind bei minus 2 Grad. Hier ist ein Finger, Fingerabdruck! Fingerabdruck! Okay. Ultraviolett! Alles in Ordnung. Ich weiß, wir wollen diesmal was schaffen, aber... Ich will ein bisschen Passion hier reinbringen jetzt. Oh, das Gerät aktiviert sich! EMF, Stufe 4! Was war das, ne? EMF? Ich will eigentlich jetzt rüber gehen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt gehen. Dann packe ich mal das Buch. Wo gehen wir die Infos nochmal rein? EMF? Schreib in das Buch! Was war der Name? Weiß, keine bitte. Ahnung. Schreib bitte in das Buch. Schreib in das bitte Buch. Bitte schreib in das Buch. Wir haben Ultraviolett und Gefriertemperatur haben wir. Sag mal, wo bist du? Okay, das ist so ein gutes Versteck. Du warst gerade weg einfach. Verrate mich nicht. Ich gehe schon. Ich bin auf Geisterjagd. Okay, wir haben. Schreib in das Buch. Wir haben nur 4 mögliche Geister. Warte, oh, hier ist. Oh mein Gott, Moggy, hier ist ein Safe. C. Den nehmen wir mit. So nah wollte ich die gar nicht kommen. Crouch. Oh, ich hab wieder. Aus Versehen ist EMF wieder ausgeschaltet. Larry Gray, bist du ein Djinn? Oh, kannst du meine Wünsche erfüllen? Hab ich auch. Na, dann, Nein? Das hatten wir eigentlich, als wäre eine ultraviolette Gefriertemperatur und. Das war's. Oh, das ist eine Wolke gewesen. Eine Wolke? Und was? Ja, so eine Art Staubwolke. Ein Schokowölkchen? Das ist dein Atem gewesen, glaube ich, oder? Was war das dritte? Bei Gefriertemperatur. Ja. Das ist das dritte. Ja. EMF hat noch nicht ausgeschlagen, vielleicht sollten wir noch auf die Geisterbox mitnehmen. Also EMF? Ja genau, lass mal Ausrüstung holen gehen. Also gute. Das Ding ist, wir haben uns gute Idee. Abgesprochen mit der Ausrüstung, weil ich hab auch... Ja, wir gehen jetzt raus. Ich bin hinterhergeschlichen, komm. Ich bin ins ganz Ziel langsam. Hinter euch. Oh mein Gott, Moggy, was denn in dem Moment der Geist angeht? Ich hab so gehofft, ehrlich gesagt. So verschlossen hätte. Ja, wenn ich gestorben wäre, wäre das so lustig gewesen. Oh, guck mal, warum hab ich denn so wenig geistige Gesundheit nur noch? Nee, mach dir mal Gedanken. Oh, schau euch den alten Mögi an. Was hab ich denn erlebt, bitteschön? Einiges. So, Fotoapparat nehme ich jetzt mit. Ich kann nichts mitnehmen. Und Kamera. Und einer kann das hier noch mitnehmen. Du hast schon volle Hände, Fully. Einer kann die Laserpointer noch mitnehmen. Was bringt der? Das ist dieses Dots. Ah ne, das kannst du hier liegen lassen. Das brauchen wir nicht mehr. Haben wir EMF 5 schon getestet? Nee, oder geht das nicht? Das kannst du hier lassen, Moggy. Das brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir nämlich den Geist schon. Es gibt ja nichts Besonderes für mich. Du kannst eine Videokamera mitnehmen und diese Geister-Orbs suchen. Ja, okay, pass mal auf. Jungs, hört mal zu. Ja, wir wissen das. Wir haben 2 von 3 Beweisen. Was sag ich da für ein Buch? Was hast denn du für ein Buch in der Hand? Ist das eine Bibel? Also ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube, das checken wir. Das ist ein Buch aus dem Haus, oder? Hast du es geklaut? Wer hat denn das Buch aus dem Haus? Ich hab das Smartphone mitgehen lassen. Ich auch. Warum habt ihr denn die Handys hier mitgenommen? Da kam der Käufer schnell vorbei, sagst du? Okay, ich hab das Smartphone hab ich nicht mehr, das hab ich schon verschärft. Ja, das war einfach an mich mitgehen lassen. Fully, hast du auch den Autoschlüssel mitgenommen? Da liegt also unsere Ausbeute hier auf dem Boden. Okay, Leute. Ich dachte, Geister sind nicht echt, wer raubt da die Häuser? Leute, wir holen noch den Safe und den Laptop und den fahren wir. Ja, die Idioten überlassen uns einfach ihre Häuser, weil sie Angst haben, dass da Geister drin sind. So, was, ich muss jetzt in... Ah, fuck. Ich muss den dunklen Raum sehen, ob ich... Orbsee, oder? Ja, was hast du? Du hast du das mit, ne? Oh mein Gott.
Warum ist die Tür gerade aus den... Das sah ja gerade komisch aus. Ist das jetzt eigentlich ein Halloween-Event? Ist gerade Halloween oder so? Deine Mama ist Halloween. Bei dem Haus war so ein Kürbis... Ich wünschte. Bei dem Haus war hier auf jeden Fall so ein Kürbissymbol neben der Map. Also vielleicht, das ist hier okay. Eine... Wir haben aber gar keine... Ich will gerade den dunklen Keller... Okay, das ist super creepy. Bert? Was soll denn das jetzt sein? Ich dachte, du willst ein Abenteuer erleben. Sein EMF-Gerät hier liegen lassen. Ja, ich. Naja, klar, das ist ja der Raum. Ja, ich glaube, das ist. Wir müssen hier in den Raum bleiben. Das Buch ist weg. Wieso ist das Buch weg? Wait, hat jemand das Notizbuch mitgenommen beim letzten Mal und deswegen war das Buch, was Mori hat? Telefon! Nee. Das Telefon hat geklingelt. Ja, ich hab's auch gehört. Geh mal ran. Das Smartphone hat vibriert. Mogi? Ich bleib oben. Ich hab den Laptop. Wait, was ist mit der... Hat jemand das Radio, wo der Geist mit uns reden kann? Ah, hier ist das Buch. Nee. Wo liegt denn das Radio? Ich geh mal zur Folie runter. Mach mal... Ah, da ist das Buch. Mach mal bitte kurz Licht aus. Ich will mal wie den Geist so ob sie gucken. Was soll ich? Deine Taschenlampe Licht ausmachen. Folie, bist du noch hier? Und mir nicht... Mach ich das? Warum stellst du denn mit deinem Arsch direkt vor in die Kamera? Das ist ein schöner Arsch. Ich wollte schon sagen, ey. Johnny, willst du ein paar Euro dazu verdienen, oder? Tun wir doch sowieso die ganze Zeit. Boah, das ist kein aggressiver Geist, würde ich jetzt mal sagen, ne? Mann, ich weiß bei dem Spiel immer nicht, ob das. Ich weiß bei dem Spiel immer nicht, ob es einfach nur Grafikfehler sind oder ob das Orbs sind. Ja. Die Map knistert halt überall. Ist der überhaupt an? Ja. Oh, ich hab einen Schritt gehört. Vielleicht ist das nicht dieser Raum. Auch wenn wir schon doch, hier ist doch so kalt auch drin und so. Ja, da war auch der Abdruck am Fenster, ja, stimmt. Was habe ich noch mitgenommen? Ist das Ding jetzt an, Fotoapparat. Wenn man das reinschmeißt? Nee, wir brauchen. Nee, doch, das Gerät ist an, ja. Das EMF ist an. Die Lampen leuchten ja. Oh, guck drauf. Es schlägt aus. Wie viel? Weiß ich nicht. Nimmst du die Hand und guck nach. Jungs, lebt ihr noch? Wir haben Geräusche hier gehört. Oh, über 5. Es hatte auf jeden Fall über 5 gerade. Das klang ein bisschen wie Pulli, der so ein bisschen, der so ein bisschen stöhnt oder so klang es gerade. Okay. Ha? Ja, ungefähr so. Wir sind hier draußen, ich halte dich einfach mal. Mach bitte der Taschenlampe aus, Pulli. Was wir nicht vergessen. Wie mache ich die da aus? Mit T. Ich mache hier gerade die wichtigste Arbeit. Oh. Also wenn du sie nicht in der Hand hast. Wenn du sie in der Hand hast, mit rechter Maustaste. Oh. Ich beschleiche das Gefühl, dass wir hier alle nicht so eine wichtige Arbeit machen wie der Mogi draußen. Oh ja. Ich guck mal gerade überhaupt, ob meins überhaupt. Doch, es könnte Geisterbox sein. Nee, nicht Geisterbox. Wo ist die Geisterbox, Leute? Wir müssen doch mit dem Geist reden. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Ich meinte, so hat niemand das Radio. Ah, doch, Fudi hat die. Ich hab's die ganze Zeit dabei. Okay, ist der mit allein? Ist der mit alleine oder mit mehreren? Redet der mit alleine oder mit mehreren? Redet der mit alleine? Der redet mit niemandem. Angriff, warte. Warte. Ich? Wieso ich? Hä? Ich war doch in der Ecke. Alle den Van, alle den Van. Ich? Oh mein Gott, ich bin so Was ist das denn hier? War das ein Haken oder so? Die Tür ist noch offen. Sind draußen alle? Als Geist. Oh, Angriff. Er kommt zu Moggy. Er tötet Moggy. Na toll. Moggy, 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 Moggy. Na komm. Ich dachte selbst, das würde mir noch helfen. Mogi, ich lieg hier auch in der Ecke. Die Ecke. Ich wollte mit raus, dann habe ich gesehen, dass das Licht ausgeht. Und ich dachte mir, nein, ich muss mich jetzt in der Ecke. Ja, ich war so entsetzt, dass die Ecke mich nicht geschützt hat. Und ich dich in der Ecke da sitze. Johnny, komm zurück, Mogi ist tot. Ich komm zurück. Ich dachte schon, dass es nicht klappt, aber was hätte ich machen sollen? Ich war im Zimmer und das Licht ist ausgegangen. Oh, ich war so sauer, dass er mich geholt hat, ne? Wir haben wieder schon fast an den Eiern, ey. Du gewinnst das für uns.
Wollten die nicht rausgehen? Was machen die gerade? Ja, glaub, weil ich. Ich glaube, ach, Fulli macht doch ein Foto für die Versicherung. Ah, ich glaube, Fulli wird jetzt angegriffen, oder? Er kommt! Da ist der Moggi! Er greift ihn an! Siehst du es? Oh Gott. Boah, ein Scheiß, wie ich sogar Zügel gegangen. Und jetzt ist Fulli tot, oder? Ja, Fulli ist tot. Wie fahr ich nochmal nach Hause? Er konnte doch einen Funkspruch absetzen. Was hat er gesagt? Wie fahr ich nochmal nach Hause? Ach, du bist gestorben, Johnny. Ich dachte, Fulli hat den Funkspruch noch abgegeben. Fulli fährt jetzt hoffentlich mit dem Jim. Oh nein, ich hab mich's eingegeben. Es ist ein Jim. Ich hab's richtig gemacht. Let's go. Ich wusste es. Woo. Ich wusste es. Ich hab's nicht eingegeben. Ja, ich hab ja früh schon an den Gin gedacht. Ich hab auch nicht abgestimmt. Weiß, ich glaub, Scheiße. Warum habt ihr denn nicht durchgefunkt, dass ihr den Gin vermutet? Ich hab gar nichts eingescannt. Ich bin sicher, dass wir das gemacht haben, aber. Ich hab das ein paar Mal gesagt, doch. Ich hab nichts gehört. Ja, aber vielleicht haben wir es nicht gehört. Wave und ich haben nichts gehört, also. So, erster Haus müsste eigentlich schnell gehen. Es ist nur eine Etage und den Raum könnten wir schnell finden. Wenn man weiß, man wird angegriffen. Ich meine, in dem Fall, wir hatten kein Versteck in dem Haus, also ich glaube, es gab echt nicht viel, was man machen konnte. Ja, ich wollte schnell rausrennen, aber es ist immer dumm. Jennifer Smith, kannst du dich umbenennen, Jennifer? Dein Name ist echt nicht cool zum Rufen. Den kann man ja echt nicht so gut chanten, ne? Ja. Und reagiert nur auf alleine. Also schön alleine sein mit dem Radio, denn, ne? Jennifer. Ich habe ein Thermometer und ich habe Schwarzlicht. Okay. Ich hab das EMF und das Radio. Dann nehme ich ein Fotoapparat noch mit. Heute, schätze ich. Kannst du eine Kamera mitnehmen? Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Dots-Gerät sehen. Aber wahrscheinlich so Silhouetten oder so. Hat es eigentlich was gebracht, dass ich Maves Leiche fotografiert habe? Oder bin ich was ich hab mich drauf geachtet, aber kann sein, dass ich denn Geld zurückbekommen habe oder so. Das ist nice. Der Laserpointer. Da soll man irgendwas sehen. Ja, hab ich aber auch nicht. Ich versuch auch nicht, was passiert. Versuch einfach irgendwas zu sehen damit. Ich kenne das als Laserpointer auch nicht, ich kenne das nur als stationäres Gerät. Moin! So, habe ich ein cooles Gerät eigentlich? Sehr gute Nachrichten, es gibt hier schon mal einen Wandschrank. Oh ja! Damit meinst du mich, habe ich recht? Oh, da ist Mogi nicht reingekommen. Und dann ist er hier in die Wand gestopft worden. Gute Zeiten. Ja. Ah, diesmal ist er leer. Maeve, was macht der Laserpointer? Ich denke mal, du siehst irgendwelche Silhouetten denn damit. Also einfach mal anlassen. Ja, genau. Habt ihr schon Jennifer gefunden? Da kommt ein Sound, aber ich kann den Fernseher nicht anschalten. Cool, Sache halt von mir. Das ist doch relativ früh. Unter der Dusche, sie sagte, du sollst sie nicht mehr anrufen. Aber warum denn? Sie hat gesagt, sie hat sich schon sehr oft gesagt und du sollst bitte auch. Warum geht denn die Tür hier nach innen auf? Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, Keller wäre ein cooler Ort gewesen, aber ich glaube, hier ist er nicht. Was hat sie gesagt? Gott, diese Laserpointer sind so nervig. Jungs, ich hab den absoluten Game-Changer gefunden gerade. Ja? Oh, was? Hast du dich wieder mit Jenny verabredet oder was? Komm mal ins Wohnzimmer. Ich bin im Wohnzimmer? Nee, das ist das Esszimmer. Hier sitzt eine Couch und ein Fernseher und so. Ich bin hier. Hier ist der Kürbis! Kannst du mir sagen, dass das nicht... Moggi! Dass du nicht der Kürbis! Nimm den Zettel aus dem Mund! Ich kann nicht. Geht das nicht? Warte. Oh. Ich hab ihn! Schlüssel des Grinsens mal 1. Hier. Diese riesige Enttäuschung einfach. Das müssen wir in Bus... Das müssen wir... Oh, ein Kürbis! Du brauchst einen leeren Slot. Schmeiß einfach irgendwas weg erstmal. Schmeiß das Dots mal weg. Das ist meiner. Ich kann ihn und dann nehmen wir den Zettel mit und bringen ihn ins in den Truck. Dann haben wir nachher schon mal einen Teil vom Rezept. Im Bad ist es über 10 Grad. Vermutet ihr schon diesen Raum hier? Nee. Okay, dann never mind. Ich mach mal ein Foto vom Kürbis. Vielleicht gibt's auch noch was. EMF gerade. Lügt einfach irgendwo dahin. Einfach reinlegen. Oh, hier? Einfach auf den Boden werfen. Ja, einfach dahin. Leute, das EMF hat ausgeschlagen. EMF war gerade kurz bei Level 5. Okay, EMF 5.
EMF5 als Beweis eintragen. Und wo war das? Da bei dir, also bei dem Kürbis und so, glaube ich. Okay, im Esszimmer. Aber das verwirrt mich so, weil es im letzten Part hatte ich das auch ein paar Mal gesehen und dann hat es irgendwie nicht gezählt. Oh, bei der Temperatur sind stetig hier im Esszimmer. Ja. Wie ist sie? War sie schon mal unter 0? Ein bisschen über 5. Nee, aber es ist halt die kälteste, die ich bisher hatte. Früher hat das EMF doch auch ein Warngeräusch gemacht, wenn es aus. Also, da musste ich euch nicht warnen, sondern man. Könnt ihr mal ganz. Oh shit! Hier ist es! Er hat angegriffen. Leben wir noch alle? Angriff, Angriff, versteckt euch, versteckt euch. Jennifer. Sprich mit mir, Jennifer. Hey, Maggie. Ja. Yeah. Dieser Taktik kriegt man uns nie. Glaubst du, die haben gehört, dass ich sie gewarnt habe? Der Angriff war schon vorbei, der war nur ganz kurz. Ich bin in der Besenkammer oben. Okay. Voll ist wieder scheißen. Ich bin im Scheiß am Dunkeln. Okay, ich trau mich raus. Oh, hi, Jungs. Ich mach meinen Strom wieder an, ne? Oh mein Gott! Der Pferd ist von sich aus einfach angegangen. Ich hab den Strom angeschaltet, ja, das Johnny. Ich auch immer. Mein Pferd ist da, ja, aber das Licht ist so laut. Das war das gruselig. Ach so, deswegen ging der Fernseher nicht, weil der Strom aus war. Ja, gut. Ja. Guck mal, hier ist der Game Changer, Mel. Bist du dem Laserpointer noch nicht? Ja, bisher. Das Team Game Changer. Das ist so scheiße. Ich hol mal eine andere Ausrüstung noch. Warte mal. Ich leg mal kurz hier ein Futterbrett hin. Ich hol mal kurz eine andere Ausrüstung noch. Ich glaube, wir müssen das Buch noch reinbringen und so. Ja, besser ist. Buch und das. Jenny hat bisher noch nichts betatscht, ich dachte, ich geh mal mit raus. Achso. Okay, ich glaub, hinter dir alles. Na klar. Was hast du für Sachen dabei? Ne, ich hab immer. Ups. Okay, alles klar. Ich bin viel durch dunkle Räume mit diesem Laser gelaufen, aber ich konnte nichts sehen. Fully, hast du mit Dinges gequatscht ein bisschen? Jenny Smith, melde dich. Du musst alleine sein und mit den quatschen. Das bringt nichts, wenn wir daneben sind. Ja, du kommst hier angelaufen und sagst mir das. Ich war doch allein. Ja, aber du hast nicht mit ihm geredet alleine. Ich bin allein mit dir, was soll das denn? Was? Was, Smith? Dann geh mal ins Wohnzimmer und quatsch mit ihm. Wir lassen dich jetzt alleine. Das war doch. Ich war doch schon 20 Sekunden da ohne euch. Achso, da hat er nicht geantwortet? Nee. Das ist eine miese Prise, du. Ah, oh, ich such den Autoschlüssel. Was war das? Sie hat tatsächlich, glaube ich, gerade auf ihren Namen reagiert, als ich das gesagt habe. Das hat ihr gar nicht gefallen. Ja, aber sie hat nicht durch das Ding geredet mit dir, oder? Nee, aber das war halt das. War Geisterangriff gerade. Was glaubst du, warum? Oh, der ist an der Schrank. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so mit deinen durchklippenden Pfoten. Wo ist denn Mogi? Oh, das war so knapp. Ich glaube, sie wollte mich eigentlich umbringen, aber ich hab's noch geschafft. Aber sag jetzt nicht, dass Mogi tot ist. Oh, Fingerabdruck. Ihm geht's gut. Oh, Ultraviolett, jetzt. Ultraviolett, Ultraviolett. Nice. Angriff, Angriff. Hallo? Einer wurde erwischt? Jemand neben mir stirbt. Fully bestimmt, oder? Irgendwer ist gestorben, ich weiß nicht wer. Fully wahrscheinlich. Schreib in das Buch. Bitte schreib in das Buch. Bist du hier? Wo war denn? Wie heißt du? Wie heißt du? Melf, hast du eine Kamera? Nee, Fotoapparat, ne? Nee, der liegt vorne, glaube ich, ja, im Eingang. Okay, shit. Warte, ich hol ihn. Morgi, du hast ein Fotoapparat. Nicht von mir, von der Leiche da! Licht flackert. Komm mit! Ich bin da.
Ach nee, du! Ja. Ja, wo bist du, Fully? Ich bin hier bei den anderen. Ah, hi, Maeve. Guck mal hier. Er hat einfach die Tür aufgemacht und mich getötet im Schrank. Die haben das nicht gesehen, die beiden. Oh. Einfach vorbeigelaufen. Ja, die ist zu mir hingerannt. Ich habe sie gesehen und sie hat mich getötet, aber... Ja, haben wir genug Hinweise für irgendwas? Ich konnte nie irgendwas. Keine Ahnung. Der Geist ist ultra laut. Wir haben EMF 5 und Ultraviolett. Da haben wir nicht mehr für Insanity gekriegt, Johnny. Uns geht's ja richtig gut. Geisterbuch und Geisterbox würde ich sagen nicht. Ja, ich habe auch. Was hat mir noch alles an Beweis? Dots würde ich sagen auch nicht, weil Moggy hat das Ding ja die ganze Zeit da rumgehalten. Ja. Orbs habe ich aber auch nicht gesehen. Also vielleicht. Jin wieder? Gefriertemperatur ist auch nie passiert. Dann ist es Obake. Nie passiert. Wir haben halt auch nichts mitbekommen. Nee, also ich hatte nie Gefriertemperatur. Aber Geisterorbs habe ich auch nicht gesehen. Ich habe wirklich lange geguckt. Da bleiben schon nicht mehr so viele. Vielleicht Dots mit Gorgi. Wir können eigentlich noch Gorgio durchstreichen. Vielleicht doch Dots? Also Gorgio? Also du bist dir sicher mit Gefriertemperatur. Ich bin mir eigentlich sicher mit Geisterorb. Ich hatte nie 0 Grad. Und Johnny meinte, Geisterbox hat da nie reagiert. Also kann es auch nicht sein. Ich weiß nicht. Ja. Und das Buch hat er ja auch nie geschrieben, es lag ja die ganze Zeit da. Shit. Warte, ja. Wie wollen wir irgendwas testen? Hier ist doch nichts mehr. Ich sag mal Gorgio. Ja, das stimmt. Wollen wir so machen, dass du hier bleibst und ich gehe rein und wir, also damit wir nicht beide sterben? Nee, wir sterben ja eh nicht beide, ne? Nee, wir können wir morgen irgendwie eine Nachricht hinterlassen? Ja. Bleib doch nicht hier stehen, ist doch kein Content. Julia und Die werden so sterben, pass auf. Genießt du die Aussicht? Wir sind tot, Bruder! Ich hoffe, die sehen mich jetzt im Schrank da hängen. Oh, hast du noch die Kamera? Klar. Ich hab Maeve gefunden. Und du musst davon ein Foto machen, übrigens. Der Schrank ist nicht so sicher. Ich hätte es auch mit seiner eigenen Kamera machen. Der Schrank ist nicht so sicher, wie man denkt. Vor allem, ich hab ja die Türen zugemacht, Fully. Der hat die Tür aufgemacht und mich geholt dann. Alter. So. Wurde ins Buch geschrieben, ins Buch wurde nicht geschrieben. Über das Radio wurde auch noch nicht kommuniziert. Das Geisterorbs könnte ich nochmal checken. Er kommt. Hier ist er. Oh, er jagt. Oh. Er kriegt Johnny. Oder? Nee, er läuft weg. Das ist so eine gute Taktik hier hinten. Das muss ich gleich Moggy nochmal sagen, okay. Oh, er läuft wieder. Was ich glaube, es ist wirklich Obake. Obake. Wieso? Obake. Einfach weil ich habe das Gefühl, Geisterorbs. Ich habe das Gefühl, Geisterorbs konnten noch nicht ausgeschlossen werden. Ich habe aber wirklich hier diesen Raum bestimmt 5 Minuten lang nach Geisterorbs gesucht und keine gefunden. Ja, die Kamera wollte ich gerade checken. Keine gefunden. Das Einzige, was wir nicht richtig benutzt haben, ist. Das ist doch Dots? Dots haben wir nicht richtig genutzt, glaube ich, ne? Irgendwas, gib mir irgendwas. Komm, Moggy macht jetzt Dots. Ich hab wirklich was gesehen. Sind das Geisterorbs? Oder ist das Staub? Das sind Geisterorbs. Okay, Geisterorbs. Geisterorbs. Okay, perfekt. Obake! Dann nehmen wir Obake. Obake. Oder vielleicht kommen. Jetzt ist die Frage, ob die Jungs das Richtige wählen, ne? Oder vielleicht kommen Geisterorbs in der Preparing-Zeit nicht oder so? Oh, die werden angegriffen. Vielleicht. Mach mal Platz. Das ist kein gutes Versteck da, Johnny. Das ist gefährlich, Johnny. Vorhin hat's ja Licht noch an, oder? Das ist mein Licht, was auf dem Boden liegt. Keine Ahnung, aber ich höre Schritte. Sind das deine? Das ist vom Geist. Mhm. Der marschiert hier rum. Aber er hat aufgegeben. Und der Geist marschiert. Johnny sagt raus, hier raus. Und Johnny geht einfach in den falschen Raum rein. So ein Vollidiot, oh Gott! Ich glaube, Moggy hat gerade noch einen Geist. Johnny ist hier, der ist direkt hinter mir. Ich hab's doch. Moggy, lass! Ja! Oh mein Gott, du hast es! Ich war schon wieder geduckt. Oh mein Gott, ja, let's also go! Ich konnte, als der Geist uns eingriff hat, keinen Temperaturabfall erkennen. Ich bin mir so unsicher, das, aber es könnte eine Obake gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Geister hab's gesehen. Obake! Hab. Obake! Also ich hab wirklich keine Lust, noch mal reinzugehen, ehrlich gesagt.
Pass auf, der Geist war... Beim Film hatte ich vielleicht die Taschenlampe an. Komm, wir gehen auf Obake, wir sagen, du hast welche gesehen. Ja, ja, richtige Obake, Alter. Fahren wir los? Richtiges Obake. Jungs, wir nehmen die Obake. Sehr gut. Ja, das wollten wir auch. Oh, wie cool, alle Nebenmissionen geschafft sogar, ne? Bist du bereit? Ja. Wo geht der Cash denn jetzt? Es hat einmal mein Kollege getötet, ich sollte gehen, oh mein steht Gott, hier. Der Geist ist so auf angegriffen. Nur ja, ich bin doch übrig. So tut mir leid. Gewesen. Die Fotos. Obacke. Es war der Jin. Es ist immer ein fucking Jin! Nein! Schade! Das heißt, Fully hat verkackt. Sein müssen, oder? Ja. Fully hat wieso hab ich verkackt? Die Gefriertemperaturen, oder? Ja, aber das weiß er ja nicht, ob es nicht vielleicht auch... Nee, ich habe nur nie welche gefunden mit Gefriertemperaturen. Ja. Ich habe auch keine gefunden. Ja, zweimal Gin ist ja auch... Und EMF hatte ich gar nicht. Schade, schade. Diesmal. Wahrscheinlich habe ich nur Staub gesehen auf der Kamera. Habt ihr gesehen, wie Johnny und ich überlebt haben? Ja. Das war so knapp. Also ich habe für mich festgestellt, in den Schrank zu verstecken, ist gefährlich. Er hat mich den Schrank geöffnet und mich getötet. Morgi, war das die erste Runde, wo du nicht gestorben bist? Ja. Nee, das war ich. Ich hab... Carol Winter! Ey, das ist wirklich voll der winterliche Name. Heißt es nicht Carol... Warte mal, ich hab jetzt... Heißt es eine Lied nicht... Heißt es eine Lied nicht... Das heißt doch Carol of... Christmas Carol, du hast vollkommen Carol recht, of the Bells oder so heißt das eine Lied, oder? Ja, ja, Carol ist ein... Ja, lach mal dieses... Boah, das ist voll der winterliche Name. Heißt Carol sowas wie Sänger, also... Ich hab hier so eine Kamera in der Hand, wie benutze ich die richtig? Okay, ich auch. Rechtsklick, mach Fotos. Oder meinst du den Camcorder? Nee. Da musst du ein Leichen fotografieren oder wenn du irgendwelche Beweise findest, was so ein Knochen ist oder so. Also ihr habt das schwarze Ding hier unten, was genau da hängt noch, neben dem Knochen finden wir nice. Gibt Cash. Ah, guck mal, hier sind die Aufgaben noch, die täglichen Aufgaben und so. Kamera, dann machst du Fotos. Erhalte eine Antwort durch die Geisterbox. Ja, mach. Passiert nichts. Macht passiert nichts. Ja, dafür brauchen wir erstmal was anderes, wenn wir draußen sind. Der ist ja schon mal gut, ja. Knochen finden. Also das ist nicht das... Aber ich suche jetzt nach irgendwelchen Abdrücken an der Wand, richtig? Ja, an Fenstern und Türen. Geld am Ende. Also, und Türen, okay. Also nicht an der Wand, sondern an Fenstern und Türen. Okay. Moin! Karen. Ach ja, und wir suchen hier natürlich den Kürbis mit dem Rezept wieder. Ich geh direkt mal nach oben. Jungs, ich bin zurückgeblieben. Ich hab einen Knochen gefunden. Versus? Ich hab direkt einen Knochen mit dem Stock gefunden. Mach ein Foto vom Knochen, Fully. Ach, du hast den. Was? Ich hab keinen Cam. Ich hab die Kamera weggeworfen. Warum wirfst du die Kamera weg? Hätte jemand alles mitnehmen können. Wir haben ihm sogar noch erklärt, wie sie funktioniert. Er fand's trotzdem nicht gut. Strom ist an. Wo ist hier der Lichtschalter? Im Keller sind übrigens die geilen Spinde, wo man sie verstecken kann, Morgi, falls du mal dich verstecken willst. Camcorder machst du rätselig, dass du so Nachtsicht. Da musst du die Taschenlampe nicht mehr anmachen. Der ist super stark, der Camcorder. Der ist super stark! Ist er? Kleiner EMF-Ausschlag im obersten Stock. Da dachtest du, du könntest mich erschrecken, du Schnuffi. Du bist sofort hergelaufen, also ich denke schon, dass es geklappt hat. Was sagst du, Johnny? Wir haben dir nicht zugehört. Im ersten Stock hat dir niemand keine EMF. Ist der Strom ausgefallen gerade? Strom ausgefallen gerade? Ja, den Autoschlüssel gefunden. Ich mach kurz den Strom wieder an, ja? Hier unten ist der Stromkasten, ja? Fully, falls du mal irgendwann den Strom wieder anmachen willst. Mach den Strom gerne wieder an. Muss man jetzt alle... Hier ist der Stromkasten. Ja, ich hab ihn angemacht gerade. Okay. Hier liegt ein Fuß im Treppenhaus. Hat er auch einen Fotoshow von gemacht? Ach, hast du ein Foto gemacht schon von, ja? Ja, das sind doch Knochen, oder? Okay, dann musst du noch E drücken zum Einsammeln. Ach so, die kann man mitnehmen. Genau, okay. Richtig, ja, genau. Aus, Jungs. Wieso weiße leuchtende Punkte? Wieso Glühwürmchen? Aber die Geisterobs sieht man nicht ohne Kamera, oder? Du brauchst aber die Nachtsichtkamera dafür. Ich hab den Kürbis. Yo, hol das Rezept und bring's in den Bus.
Ja, im ersten Stock. Kopf, da drüben im Mülleimer. Hallo. Oh, tatsächlich. Nimm ihm das Rezept aus dem Maul. Freundes des Todes mal 3. Freund, ich geh dann mal. Ja. Geh mal nach draußen, niemand kann mich aufhalten. Oh, die Schränke hier. Ja, oh, der eine ist voll. Ach, der macht nichts. Okay, kann man sich verstecken. Oh, das ist mies. Warum antwortet ihr nicht auf meine Calls? Geist, bist du hier? Fully? Fully, was los? Fully? Er hört uns nicht. Rudi, was los? Fully nicht? Ja, ich höre euch, aber ihr. Fully. Hä? Ja? Fully, was los? Ja, ich, also du hattest eben doch eine Frage gestellt. Ich glaube, die haben die Sache. Wir werden wieder im Wagen. Ich habe keine Ahnung. Funkt ihr mich überhaupt? Ich höre euch nicht. Hallo, Fully? Hä? Ey, der verarscht uns doch, oder? Fully hat Verbindungsprobleme, glaube ich. Fully ist im Wagen. Ich glaube, das ist nicht der Raum hier, oder? Scheinbar nicht. Hier ist ein Schloss. Fully, hörst du uns? Ja, ich höre dich in den Flugzeug. Junge, jetzt macht er das ohne Funksprung, ich geh durch. Ich höre sogar den Wagen von hier aus. Ich hab hier nur Wasser im Waschbecken eingelassen. Wie hast du das gehört? Ah, ich hab dich gehört, glaube ich, gerade. Oder zumindest auch gesehen. Bulli, Geister, ob siehst du nur mit der Kamera? Ich hab gerade wieder kurz gedacht, mein EMF ist nicht an, aber es ist an. Ist einfach nur nichts los hier. Kann man hier nach oben? Nee. Kann man spülen? Was habt ihr alles für Werkzeuge? Es fehlen ein paar wichtige Sachen. Entschuldigt bitte! Einmal bitte durchgeben, was ihr für Stuff habt. EMF und Dots. Bisher noch nicht. Oh, du hast EMF? Okay. Ach, ist der Wecker. Ja. Ich hab. Hier ist kalt! Hier ist kalt! Über 10. Wo? Bei dir? Hier im Raum, ja. Wer spielt hier Gitarre? Ich, Entschuldigung. Über 10 Grad immer noch. Ja, warum hab ich denn hier so einen Hauch? Okay, sinkt ein bisschen. Die Melf hat das EMF, dann kann ich das gleich weglegen, aber ich meine, ich hab schon EMF 5 gesehen. Aber ich hab doch hier so kalten Atem. Ja, gut. EMF 5! EMF 5! Ja, ich hatte auch schon EMF 5 einmal. Licht aus. Ich sehe gar keinen Angriff. Meine Lampe leuchtet nicht mehr alles. Entschuldigung. Ist ja nicht im Schulanteil. Was machst du hier? Jungs, was passiert bei euch? Die Temperatur geht auf 0 runter. Minus gerade oder nicht? Ganz runter. Es ist kein Angriff. Nee, es ist gerade kein Angriff. So, ich hab meine Dots hier so hingelegt, ne? So kann er vielleicht ein bisschen. So können wir was sehen, vielleicht damit. Ach man, dieser scheiß Vorhang. Ich bin hier, neben dir tatsächlich. Ich könnte übrigens. Gibt's eigentlich jedes Mal solche Abdrücke an der Wand, oder? Nee, kommt auf den Geist an, ne? Es kann auch ein Geist sein, der es nicht hat. Okay. Okay. Es gibt immer 3 von diesen. Wie viele sind das? 7 Beweise und ein Geist hat immer nur 3 davon. Okay. Dann kann ich wahrscheinlich langsam aufhören. Ja, und wir müssen alles davon einmal durchprobieren. Ja, kann sein, dass du kein. Oh mein Gott, dieser scheiß Vorhang, ey. Ich erschreck mich jedes Mal. Willst du mit dem Geist reden, Moggy? Ja, red mal mit dem Geist, Moggy. Ich will nicht mit dem reden, aber was soll ich machen? Ja, aber ich kann auch mit. Ich will nicht mit dem. Wer hat denn das Radio? Moggy holt gerade. Bin unterwegs. Also, Dots sieht bisher schlecht aus. So, pass auf, wie heißt die? Und Ultraviolett kannst du durchstreichen. Das hat er sich seit der ersten Folge hat er sich nichts gemerkt, ne? Ja. Was denn? Oh, doch. Okay, so steht. Was war denn das für ein Effekt? Nein! Ich hatte keine Kamera mehr. Ich voll. Oh nein, du hast das Foto nicht geschossen? Ich hätte das perfekte Foto machen können. Oh nein. Jetzt kriegt der Geist keine Rose von dir. Ja, aber jetzt, ich leg mal das Buch dahin, was, vielleicht. Was mit dem Radio? Was soll ich machen? Zeichne eine Rose rein. Du musst alleine hier sein und mit dem Geist reden. Das Buch. Du musst alleine. Gefriertemperatur! Nee. Gefriertemperatur? Unter 0 oder 0? Okay, gut. Unter 0.
Okay. Unter 0. Also Geisterbox. Ein bisschen, aber es ist unter 0. Nee, es ist sehr, mehr sehr unter 0 nice, sogar. Geisterorbs könnte es nicht sein. Doch die Zwillinge sein. Könnte es nicht sein. Also Buch oder Box. Wir müssen Morgi alleine lassen mit der Box. Und dem Buch. Okay. Nee, Morgi, du musst hier bleiben. Nee, Morgi, du musst hier bleiben. Nee, ich bleib in dem und versteck es. Was? Kann ich die Taschenlampe anmachen? Weiß ich nicht. Kann sein. Dann nehme ich die doch mal wieder mit, wa? Ich nehme auch ein Fotoapparat mal mit. Mann, das wär der Shot meines Lebens gewesen. Oh, guck mal, hier liegt Schatten schön an der Wand gesehen und so. Ich hatte vor allem eigentlich eine dabei und hab's dann weggelegt für was anderes. Oh, das Sanity ist schon ein bisschen gesunken. Warum ist meine Schuhe so niedrig? Ja, ich meine, wir wurden gerade angegriffen. Also und Morgi, redet er schon mit dir? Wir hatten eine ziemlich übernatürliche Erfahrung gerade. Oh, die werden angegriffen. Oh, ja. Carol Winter heißt der Geist. Rede mit mir. Fully, lebst du noch? Fully ist tot. Entspannt. Ach so, das ist das Rezept hier. Ja, das kannst du hier liegen lassen, ja. Okay. Also er redet nicht mit dir, ja? Okay, Johnny, lass mal gucken. Lass mal gucken, ob er das Buch geschrieben hat. Morgi, bist du hier drin? Mir vorbeigelaufen, ich bin auch gerade im Wandschrank. Ich trau mich nicht. Soll ich hier rausgenommen? Ein Buch ist noch nichts, oder? Wo ist das Buch? Oh, mein. Der Gast ist wieder weg. Wo ist Johnny hin? Ah, hi. Du konntest flüchten? Ich bin rausgerannt einfach, ja. Krass. Die Eingangstür war anscheinend nicht zu. Wie schnell warst du? Bist du? Fully ist tot. Ich habe ein Foto gemacht von Fully. Okay, okay. Also Dots oder Buch oder Geisterbox? Carol. Geht schon wieder los, oder? Warte mal, ich nehme das Buch nochmal. Nee. Schreib in das Buch. Auf was warte ich überhaupt bei dem Radio? Was, ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich genau das, muss. Das redet durch dann so. Durch das Radio können Antworten kommen. Oh, was, irgend so was Randommäßiges sagt er dann. Ja, ja, du musst sagen, sprich mit mir. Oh. Ich hab noch ein Foto gemacht. Ich hab noch ein gutes Foto gemacht, bevor ich gestorben bin. Okay, er ist tot. Wo ist er denn? Ach, da. Okay. Ja gut, ne? Schreib in das Buch. Mit dir zu sprechen? Bitte schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Aber ich sehe auch keine Dots oder so eine Scheiße. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht mal, wonach ich hier überhaupt gucken muss mit diesen Dots. Das hab ich vergessen. Okay, Morgi. Ich hab nichts gesehen, aber ich bin nur nie vorhin. Morgi, nimm du mal die Dots. Nimm du mal die Dots und ich nehme das Box und dann lässt du mich hier kurz alleine. Mäfig. Warum? Der Arsch hat die ganze Zeit die Tür aufgemacht, oder warst du das? Ich dachte, du warst das. Nein, der Geist hat die aufgemacht. Mensch, ich will dich allein lassen, weil ich weiß nicht, wo ein Versteck ist. Gib mir die Box! Und dann geh einfach raus und auch irgendwo. Ich will. Oh shit, meine Taschen. Willst du sie haben? Ja, schmeiß sie mal hin. Und dann geh einfach mal ein paar Räume weiter und ich versuche mal hier mit ihnen zu reden. Dann geh ich raus. Bist du hier? Wie heißt du? Willst du uns töten? Wie ist dein Name? Sollen wir wieder gehen? Bitte rede mit uns. Schreib in das Buch. Bitte schreib in das Buch. Kannst du mich hören? Hallo? Bist du hier? Kannst du mich hören? Bist du hier? Schreib in das Buch. Bitte schreib in das Buch. Kannst du mich hören? Und schon Erfolge zu verbuchen? Nö, gar nichts.
Schreib in das Buch. Ja, ich hab kein Werkzeug mehr, also bei mir auch nicht. Schreib in das Buch. Wie heißt du? Hallo? Ich finde auch keine Dots. Keine Dots, kein Buch, keine Geister. Das ist doch unmöglich. Was ist denn das für eine Scheiße? Carol Winter. Radio wäre noch eine Möglichkeit, aber... Hörst du mich? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Du sollst nicht Gitarre spielen. Die hat gerade einfach Gitarre gespielt, ohne dass ich es wollte. Obwohl, ich habe gesagt, die soll mir ein Zeichen geben. Was ist ein Zeichen? Soll ich wieder hochkommen? Warum du möchtest? Schreib in das Buch. Bist du hier? Wie heißt du? Schreib bitte in das Buch. Bitte schreib in das Buch. Ich habe sogar eine Hand. Hier ist der Bleistift. Schreib mal was rein. Wie heißt du? Gib uns ein Zeichen. Ich bin total geduldig mit der. Und mit dem Radio, um damit zu reden, muss ich in einem Raum alleine sein. Oder genau, was? Weil er nur auf Einzelpersonen reagiert mit dem Radio. Aber greift er mich denn nicht einfach an und tötet mich? Kann passieren. Aber im Idealfall sagt das Radio nur sowas wie und dann weißt du, okay, das ist Radio. Wo ist hier denn noch ein Raum, wo ein Versteck ist, weißt du das hier? Oh, oder der hat den Raum gewechselt vielleicht. Das ist so einer von den Schlimmgeistern. Ich meine, wir könnten natürlich das ganze Buch... Irgendwo sonst. Ich weiß halt auch nicht, worauf ich bei diesen... Lass mal kurz rausgehen, Moggy. Lass mal kurz rausgehen, Moggy. Kommst du? Also, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig mit diesem Geist nicht. Das ist ein richtiger Zicker. Der will auch nicht so recht. Ich muss da ganz kurz gucken. Also, die Zwillinge könnte es sein, Oni oder Shade. Was steht denn da? Ja. Oni. Was mit den Geistern? War das diese oder letzte Runde? Das war letzte Runde, als die Pulli, welche gesehen habe. Oni lieben es, ihre Opfer in Panik zu versetzen, bevor sie angreifen. Sie werden häufig in ihrer körperlichen Form gesichtet. Würde ich nicht sagen bei dem. Zwillinge. Mm-mm. Es wird berichtet, dass diese Geister Handlungen anderer nachahmen. Sie wechseln ihre Angriffe ab, um ihre Beute zu verwirren. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Die Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Wir haben halt... Dann müsste aber die Geisterbox reagiert haben. Na, die hat aber nicht reagiert. Ich glaube auch nicht, dass wir gleichzeitige Angriffe hatten. Was ist denn mit Shade? Shade. Shade sind bekannt als schüchterne Geister. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Der hat uns lange nicht angegriffen, wo wir bei dem Raum waren. Es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken. Aber Mave, pass auf, bei dir hat er Gitarre gespielt und als er bei mir im Raum... Ich glaube, er war bei mir im Raum, es war da... Hat er da Johnny gekillt? Ich weiß nicht. Da hat er eine Flasche runterfallen lassen oder so. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinen Raum hat. Ist das passiert? Hat er uns angegriffen, als wir Gesellschaft in seinen Raum hatten? Also als wir da drin waren? Weil ich weiß, dass wir beide ganz also, lange... Meinst du in seinem Schlafzimmer da? Ja, wir waren noch sehr lange da drin. Ja, da wurde ich öfter angegriffen, ja. Das kann doch nicht so schwer sein, jetzt diesen Scheiß. Wir wurden auch einmal angegriffen, als wir zu zweit da waren. Geisterbox. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir nochmal rein und versuchen nochmal die ganze Action, oder? Wir haben halt keine guten Werkzeuge. Und wir haben keine geistige Gesundheit genau. mehr. Das heißt, er wird die ganze Zeit angreifen. Ah. Guck mal hier, was hier auf der Zwillinge. Guck dir mal die Fotos an. Gesagt. Es hat meinen Kollegen getötet. Wir sollten gehen. Mit Foto von Fully und Johnny. Ah, nee, nur Fully. Ah, hier ist Johnny. Es hat noch mehr getötet. Wir müssen hier weg.
Dieser Johnny. Ich habe Zwillinge gemacht. Okay, ich mache auch Zwillinge. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen komisch gewesen. Also Jungs, wir haben mal Zwillinge getippt, aber wir wissen es nicht. So, dann sind eh mit uns im Raum. Also guck, wir haben unser Rezept, ne? Also ab geht's. Geht ja nur um die Kürbis und unsere komische Suppe. Jetzt wird es der Gin sein. Pass auf. Es ist... Wie, jetzt ist der Gin? Es ist der Shade. Okay, diesmal hat Fully wirklich gesagt, dass es ein Shade sein könnte. Ja, okay. Shade war einer von den drei, die übrig waren. Ja gut, Shade habe ich ja auch gesagt, aber wir hatten... Was hat gefehlt? Wir hatten lange keinen Angriff im Raum. Aber, genau, das war das, aber er hat auch... Aber er hat ja auch angegriffen, wo er im Raum war, oder? Nein, nein, nein. Er hat sowohl Johnny als auch mich da getötet, wo wir alleine waren. Niemals, wo ihr zusammen wart. Ach, und wo ihr auch nie im Raum drin wart, ne? Es könnte schief sein. Aber er hat mich ins Buch geschrieben. Stimmt, er hat auch gar keinen. Er hat auch gar keinen im Raum getötet, ne? Ja, aber er hat nicht ins Buch geschrieben. Was soll das denn? Ich habe das Buch schon fast ausgeschlossen. Ja, warum? Manche Sachen muss man irgendwie platzieren mit Rechtsklick. Oder Linksklick oder so. Vielleicht haben wir das Buch nicht richtig hingelegt? Müssen wir gleich mal gucken. Wir sind im Camp. Wir gehen Camping. Wir gehen zelten. Lori Bailey. Lori Bailey. Wir haben wieder. Kennst du Larry? Lori und Larry. Reagiert auf. Die sind doch verwandt, erzählt mir doch nichts. Reagiert auf alle, das heißt, du kannst die Geisterbox überall benutzen. Ah, ich mach das mal mit der Geisterbox. Wir haben ein Thermometer und eine Kamera dabei. Aber bei Leute, habt ihr einen Regenschirm? Okay. Es regnet. Radio gefällt mir. Ich nehme mal Fotoapparat mit. Oh, Camp Woodwind. Oh, oh. Camp Heimweh. Ja. Gar kein Bock. Und wo sind die Zombies, die da abknallen? Bist du hier? Kette allein hier an den Tor. Sollen wir wieder gehen? Oh mein Gott, wie krass man die Türen hier aufmacht. Du hättest schon die Kürbis gefunden. Bist du hier? Hallo? Da ist ein Zelt. Oh, Moggi, du musst mal. Moggi, mach mal vom Zelt gegenüber die Tür auf. Das ist vor allem, wisst ihr, es wurde gesagt, wegen den Geistererfahrungen haben sie das. Bist du hier? Hier stand, sie haben das Zelt, das Lager verlassen, weil es hier zu gruselig sei, weil es hier Geisteraktivitäten gibt. Aber sie haben einfach alle Zelte auf. Oh, der Strom ist ausgefallen hier. Sie haben nichts abgebaut. Bist du hier? Kannst du uns hören? Wo versteckt man sich, wenn der Geist angreift? Keine Ahnung, ich habe diese Map einmal in meinem Leben gespielt. Die habe ich einmal mit Johnny gespielt, hier die Karte. Oh, der Blitz war nett. Oh, habt ihr den Blitz gesehen? Ja. Ja, mein Spiel hat deswegen gelernt. Moggi, wenn der Strom. Moggi, wenn der Strom aus ist, dann geht auch die Lampe hier nicht an. Die mit Gas funktioniert. Ich wiederhole: zwei. In Zahlen zwei. Marshmallows pro Stock. Hey, der Knochen! Was ist mit den Leckerschmecker passiert, Johnny? Nee, das ist kein Knochen, das ist nur ein Handschuh. Johnny, was ist mit den Leckerschmecker passiert? Die Leckerschmecker sind geladen! Seid ihr... Oh, guck mal hier, Moggi, hier kann man sie verstecken. In den Zelten. Bist du hier? Das wäre schon viel Erde am Boden. Sollen wir wieder gehen? Wie heißt du? Wo bist du? Oh, guck mal hier. Das ist ja... Ui, das ist ja hier wie bei Slender. Bist du hier? Mich ah. Das ganze Ding habe ich schon, dass wir da mit dem. Wo ist Moggi so schnell hin? Ich weiß, aber er hat aufgehört. Bist du hier? Maeve, Fully hat sich so erschreckt. Oh, man kann hier. EMF5! EMF5. Das ist starr vor Schreck. Bist du hier? Was ist das für ein Shampoo? Dann ist hier wahrscheinlich der Raum, ne? Ich hol mal mehr Ausrüstung. Wahrscheinlich ist die Dusche also der Raum. Ich hol mal mehr Ausrüstung. Oh, ist ja gleich um die Ecke. Ey, ich hab die Kürbis gefunden. Warum höre ich euch nicht? Das brauchen wir. Und das. So. Was hab ich noch mitgenommen? Läuft wie wenn jemand Edna Mord nachmacht. Ja, ist echt so. Bitte schreib in das Buch.
die ganze Zeit 5 Grad. Ich glaube, die ist hier nicht mehr. Nein, wir sind draußen. Mein EMF-Zeiger schlägt nicht mehr geht auf. Geht mal kurz raus, geht mal kurz raus. Den kannst du weglegen, den EMF. Geht mal raus, geht mal raus, ihr zwei. Ich auch? Warum? Ja, ich würde gerne reden. Der reagiert auf alle, also du kannst mit dir reden. Wie, der reagiert auf alle? Ja, der reagiert nicht nur auf Einzelpersonen, der reagiert auf alle, also du kannst auch einfach... Ach so, aber ich dachte, das ist mit dem Radio spezifisch, okay. Nee, du kannst... Ja, dann könnt ihr, macht was ihr wollt. Du musst mir auch Fragen stellen, ne? Sonst redet er nicht mit dir. Ja, ja. Wie heißt du? Lori Bailey, wie heißt du? Wie alt bist du? Wie bist du gestorben? Lori Bailey! Mach mal deinen Taschen Licht geleuchtet auf. Am Radio. Da auf... Licht geleuchtet? Nee, das leuchtet immer, oder? Kannst du mal kurz deinen Taschenlampe ausmachen? Danke. Was ist der Knopf dafür? Achso, T war das. Hast du auch gemacht? T, okay. Danke. Nee, ich hab's gemacht. Wieso belogen? Was ist da los? Kokolores ist bei euch, oder was? Wir wurden richtig bambuselt. Jungs? Sprich mit mir. Temperatur sinkt. Sprich mit mir. Lori Bailey. Ich glaube, der hat die Position gewechselt. Der ist bei uns nicht mehr. Ja. Bei mir ist gerade 3 Grad, aber das ist auch nicht. Alter. Ich glaube, hier waren die Campleiter. Hier gibt's Alkohol. Schnauze. Aber wie talkst du eigentlich, Fully? Jungs, der Geist hat Hate zu mir gesagt. Wie talkst du eigentlich? Aber wo war denn das kalt? Hier? Jungs, komm alle zum Van. Also hier war es ultra laut. Hier war es ultra, ich hab das auch gehört, was Fully gehört hat. Dass man nicht in diese scheiß Stämme hier rüberlaufen kann. Hier ein Feuerzeug. Geil. Ich bin schon unterwegs. Temperaturen sind bisher nicht mehr auf 0 Grad runtergegangen. Ich hatte einen Ausschlag von EMF 5. Ja, das haben wir eigentlich schon. Ich würde ehrlich gesagt schon Temperatur ausschließen an dem Punkt. Hier wird es kälter sein. Okay. Wir kamen nicht mal, ich kam nicht mal auf 0 Grad runter. Es ging nie unter 3 Grad. Hm. Die Geisterbox. Hat schon jemand Ultraviolett gecheckt? Ja, damit war Fully unterwegs. Ja, ich habe nichts gefunden. Ich will mal eine Sache testen, Moggy. Kannst du mal in den Computer gehen? Und wenn ich jetzt rausgehe mit meiner Kamera, du musst dann die Maus klicken oder die Tastatur, eins von beiden, ob du denn meine Sicht sehen kannst? Kannst du meine Sicht sehen? Wir sehen dich, Mate. Also du siehst quasi mein POV. Oh mein Gott, da ist der Geist. Er ist direkt vor mir. Aber was war das? Was können wir doch nicht rein? Ey, der war ganz nett. Der wollte nur ein bisschen mit mir quatschen, glaube ich. Hast du ihn gesehen, ne? Ja, natürlich. Habt ihr ihn bisschen, ihr müsst ihn doch auch gesehen haben, oder? Ich hab ihn doch gefilmt. Ja, wir haben ihn gesehen. Ich kam mal vor wie Reporter, Alter. Und ist das dann kein Beweis? Können wir nicht irgendwie jetzt... Ja, Leute, warum rennen wir raus? Haben wir jetzt nicht irgendwie was? Geist spricht mit uns, wir haben ihn kurz gesehen. Ist das ich meine, gefilmt hast du nicht, oder? Mein Wunsch wurde erfüllt, aber zu welchem Preis? Was ist das denn für ein Kommentar jetzt im Foto? Irgendein Geist, habe ich gerade nachgelesen, zeigt sich in der Kamera ganz gerne, den wir hier haben. Ich glaube, Gorio sogar. Okay, warte. Oh, guck mal, da hinten ist der Stromkasten. Vielleicht mache ich meinen Strom an. Was bist du eigentlich rausgegangen, Maeve? Ja, oh, ein Gorio zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Hier, die Kamera. Level 5 ist ein Beweis dafür. Aber Maeve war ja in der Nähe. Willst du auch mal reingehen hier mit der Kamera? Auch mal so ein kleines Display machen? Ja, aber Maeve hat es doch sonst gefunden, oder nicht? Wie heißt der Geist, den du meinst? Gorio. Okay, du musst rausgehen. Mach deine Taschenlampe dann aus und mach deinen Rechtsklick für Nachtsichtgerät. Dann können wir jetzt hier wahrscheinlich Moggy zugucken. Ja. Okay, großer. Leg los. Also 4K würde ich deine Auflasszeichen jetzt auch nicht nennen. Mhm. Lass doch mal die Nachtsicht an. Dann könnt ihr Ultraviolett noch was prägen. Und Dots. Ja. Ultraviolett und Dots sollten wir vielleicht mal checken. Sagt mir, wenn ihr was seht. Ja, wir sind gar nichts. Alleine wart. Oder
Nein. Er ist gefangen in den Baumstämmen. Da ist irgendwo der Sicherungskasten, siehst du den? Redet eigentlich Moggy mit uns? Nee. Okay, weil ich höre ihn auch nicht. Vielleicht werden die gerade angegriffen, weil die verstecken sich so ein bisschen, oder? Oh, jetzt wird angegriffen. Ich frage mich gerade, ob man überhaupt das Walkie-Talkie ausmachen kann. Das Walkie-Talkie ausmachen kann? Ja, ich höre euch nie darüber. Nee, das kann man nicht ausmachen. Ja, ich rede die ganze Zeit mit euch, wir kriegen die Antworten. Dann redest du nicht deutlich genug mit uns vielleicht. Hörst du das, wenn ich das jetzt so sage? Ja. Ja, also ich habe deine Antwort nicht gehört. Hallo, Fully? Ja, ich höre dich nur normal, wie du neben mir stehst, aber nicht über das Walkie-Talkie. Sieht man nur durch die Kamera, oder? Goryeo sieht man nur durch die Kamera? Goryeo sieht man durch die Kamera, ja. Ein Goryeo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Ne, ja, und EMF Level 5. Aber man kann sie trotzdem sehen. Okay, ich nehme den Dots. Kann's nicht sein. Den sicher? Sieht man noch nicht ohne. Doch, nee. Aber er zeigt sich nur dann. Er zeigt sich nur dann. Ich versuche mal mit Dots was rauszukriegen. Was geht ab? Folge ich dir doch gleich mal. Ich hab den Geist gerade eben einfach so rumlaufen sehen. So, hier, hier ist der Strom. So, haben wir Licht. Weiß übrigens nicht ganz, wie Johnny zu dem Geist schauen konnte, während... Er ist direkt neben mir. Wann erkennt man den Geisterangriff und nur eine kurze Erscheinung? Das war ein, ich weiß auch nicht, das war nur eine Erscheinung scheinbar. Offensichtlich. Das hat er vorhin auch gemacht, als Johnny nur da. Sonst wäre ich tot. Einer ist gestorben, ich glaube Moggy. Ich glaube Moggy wurde abgemurkst. Moggy ist gestorben und ich habe nicht mal was von dem Angriff mitgekriegt. Ich höre euch nicht, aber das... Hast du ein Foto gemacht? Ja. Ich weiß nicht, wonach ich nach... Ich versuche diese Dots rauszukriegen, aber ich sehe einfach null. Die Dots haben noch nie funktioniert. Hier ist der Geist. Was ist los, Geist? Wer bist du? Was bist du? Bestimmt ist das meine Psyche voll im Arsch, wa? Da war der fucking Geist, der stand schon wieder einfach hier herum, man sieht ihn die ganze Zeit. Ja, der hat bei den Holz geschillt. Oh, ich hab null. Ja. Ich hab mein ganzes... Ich hab wieder kein Foto davon gemacht, das gibt's doch nicht. Ich hab noch nie so oft den Geist gesehen und konnte kein Foto machen. Wir haben unsere geistige Gesundheit völlig in den Arsch gemacht. Ja. Ich seh ihn nicht. Ich glaube, meine Kamera ist auch schon voll. Der Geist hat mich mehrfach... Ich find's so schade, dass wir keine Stative haben, sonst könnten wir die Kameras einfach schon im Camp aufstellen und so. Ja. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo bist du? Nerven dich meine Fragen. Willst du ein Teddybären? Wo bist du? Wie alt bist du? Ach nö. Ich bin tot. Willkommen zurück, Mate. Und sonst so? Du bist ganz schön dumpf. Hörst du mich? Hörst du mich, Moggy? Kannst du mich hier hören? Hörst du mich nicht? Hallo? 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 Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Ich höre dich. Ich höre dich auch. Gut. Okay. Ja, da drinnen war es irgendwie ganz komisch gerade mit den Hören. Es hat meinen Kollegen getötet. Wir sollten gehen. Bei mir war es übrigens, ich wollte gerade in so ein kleines Zelt rein, aber ich kam...
ich hing irgendwie fest. Was rauscht hier so? Ich sehe das Zelt hier. Ich könnte nicht weiterlaufen. Wir können das Zelt hier auf, wir können das Zelt hier sehr gut sehen auf den Bildern. Das ist der Tatort. Oh, ich glaube, Johnny wird gerade getötet. Oh. Direkt ja. Am Tor ja, der, erwischt. Der ist weg. Was geht ab, Johnny? Fully ist alleine unterwegs. Waren sie dort wegen dem einen Ding? Okay. Hallo Jungs. Hä, wir haben ja gar nichts. Wir haben ja gar nichts rausgefunden. Ich meine, wir müssen. Vielleicht soll ich mir was dazu durchlesen. Wer ist ein kleines Mädchen? Ich weiß nicht, wie ihr den Geist gesehen. Fliegen durch Wände. Ja, den haben wir gesehen, aber am Äußerlichen kann man es, glaube ich, nicht festmachen. Gespenster haben Angst vor Salz. Dankeschön. Warst du zumindest mal früher so. Ja, das ist ja echt. Sagt echt viel. Reizstörungen also elektronische ich fast Geräte sind das hier bei Angriffen leichter aufzuspüren. Ja? Ich habe nur Temperatur ausgeschlossen. Nächste Stunde Stromfluss. Ich würde Geisterbox ausschließen, weil Johnny und ich sind die ganze Zeit rumgelaufen, haben die gefragt und was und so. Ja, okay. Fuck. Haben wir sonst noch irgendwas? Dots-Projektor habe ich auch nichts gesehen, aber ich weiß nicht, was es ist. Was rauscht hier die ganze Zeit eigentlich? Mit dem Dots-Projektor, Geisterbox. Ja. An einer Stelle warst du direkt vor dem Geist und hast komplett in die ganze Zeit angeleuchtet. Wie kann ich denn jetzt überhaupt noch was herausfinden? Ich könnte theoretisch einfach raten, oder? Aber das ist passiert, ne? Also, ich denke, wenn du sagst, da war nichts, du warst sehr eindeutig direkt vor dem Geist. Aber was heißt, also Dots heißt doch nur, dass man sozusagen seine Shape dann erkennt. Gegenstände. Ich guck mal kurz, was beim Dots-Projektor steht. Ja, genau. Hier sollten wir das mal lesen. Ich glaube, das ist nämlich genau das, was der Dots-Projektor machen soll, tatsächlich. Gegenstände. Ja, Maeve stand hier einfach nur vom Geist, der hat ja nichts gemacht. Ein Laserlicht geht da, dass die Silhouette eines Geistes sichtbar machen kann. Also das, was... Hast du seine Silhouette also nicht gesehen? Also standest da zwischen diesem Holzzeug. Das war kurz nachdem ich gestorben bin, Maeve. Hattest du da... Hast du die Silhouette gesehen? Nee, ich habe nur den Geist gesehen. Halt das Ding ist, wir haben den Geist sowieso nee, pass die ganze auf, Zeit dann, gesehen. Oh, was macht denn Fully? An der Stelle. Wieso, einfach wieso sagt denn Fully nix? Wir haben ja diskutiert, was es sein könnte und was nicht. Du fährst einfach los. Hast du uns doch irgendwie gesagt, was wir drücken sollen? Du hast nicht mal was gesagt. Wie, was hab ich nicht gesagt? Fully gestorben bist, oder was? Bist du einfach ich bin gesagt, gestorben. Du ach, du bist gestorben. Ja, Fully ist gestorben. Fully ist draußen gerade. Hä? Okay. Ja, ich wollte einmal kurz rausgehen und gucken, ob ich noch irgendwas herausfinden kann. Ich habe mich über die Geister belesen und sowas und ich dachte mir so, hä? Es war ein Jurei. Du standest draußen, wo der Geist angreift mit 2% Sanity und dachtest dir, ja, jetzt erstmal ein Buch lesen. Morgi, ganz schlechte Neuigkeiten nein, für dich. Nein, das war im Van. Morgi, du bist auch kein Überlebenskünstler. Morgi, ganz schlechte Neuigkeiten für dich, Jurei. Gefriertemperaturen. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Ja, kann ich nichts dafür. Wo ich war, ist die runtergegangen. Ja, das ist gemein. Ich war lange und, ich war lange Grund, warum ich gestorben bin, ist, weil da auf einmal eine komische, unsichtbares Etwas am Boden war und mich daran gedacht hat, ins Zelt reinzugehen. Wir hätten Geisterorbs noch finden müssen und Dots-Projektor. Und ich glaube, Dots-Projektor hast du gesehen, denn, Mogi, ne? War die Silhouette denn... Ja. War das denn die Silhouette... Dots war richtig. Achso, ich war tot, als du mit dem Dots-Projektor da auf den Geist geschaut hast. Und die Punkte haben dann so eine Silhouette angezeigt, oder wie war das? Man hat den Geist auch die ganze Zeit ohne die Dots gesehen, ist das Ding. Ich habe ihn immer herumlaufen. Genau, ich habe den Geist halt auch ganz halt gesehen. Ja. Das ich habe den Geist nicht einmal gesehen. Mogi, willst du mal deine Leiche begutachten, hier auf den Fotos? Ja, gerne. Tolle Fotos. Das ist Mogi beim Zelt aufbauen. Ja. Und das ist Morgi nach dem Zelt aufbauen. Ah, schöne Erinnerungen. Sehr schön. Ich habe leider nie den Geist erwischt. Wir haben ihn so schön gefilmt. Ich sehe schon, von dir kommen die ganzen verwackelten Bilder. Von mir? Ja. Kannst du mich mal. Jo, Morgi, stell dich in die Mitte. Ich mir den Geist die ganze Zeit gesehen. Los, Morgi, stell dich in die Mitte vom Kreis. Der Geist liegt da die ganze Zeit rum irgendwie. Hier, komm her, Morgi. Achso, ihr seht ihn gar nicht. Ihr habt ihn gar nicht gesehen. Oh, oh. Oh okay, oh. Und so verabschieden wir uns heute von den Zuschauern, würde ich sagen. Ich hoffe, dass die Geister uns nicht angreifen. Wer ist er denn da oben? Nicht im Namen von uns, okay? Oh mein Gott, Johnny. Komm mal her. Matschiges Klopapier am Boden. Johnny? Ja, ich probier gerade nicht weg. Unser Fuß. Wir haben ihn gefunden und eingetütet hier.
Ja, aber ich, da meinte ich schon, dass wir den eigentlich für Hockey einpacken können. Den haben wir. Oh ja! Ja, der Fuß. Das ist unser erstes Collectible. Ich habe also doch was geschafft. Yo! Und wir haben eine Spinnenwebe-Collectible. Hey. Was, warum haben wir eine Spinnenwebe? Was? Ich möchte anmerken, so der ganze Zeit, die Leute, die gespielt haben, der einzige Beweis, den ich gefunden habe, war, dass einmal die Gefriertemperatur unter Null gegangen ist und ansonsten habe ich nichts gefunden. Du hast aber spektakulär überlebt, die eine Runde. Wir sind, ja, ich habe die meisten Runden überlebt jetzt. Wir sind aus dem Haus gerannt, das meine ich. Der Geist war direkt hinter uns. Oh ja, ja, den habe ich sogar gesehen. Oh, das war unschön. Man kann das okay, einschicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Happy Halloween. Tschüss.